Ja, da herum im Jeckshof, in dem alten Roststall, da sind früher bis zu 4 Ross drin gestanden und 2 Ochsen. Heute haben wir da ein wunderschönes holzgeschnitztes Ross. Ich sage euch, das ist unser Shootingstar, weil ich glaube, dass es im ganzen Museum kein Objekt gibt, was öfters fotografiert wird oder von dem öfters Selfies gemacht werden. Bei dem Ross, das muss man sich vorstellen, in seiner Größe und in seiner Statur und überhaupt war das genau ein Oberländer. Die Oberländer, das war früher eine leichte Kaltblutrasse, die ist hier im süddeutschen Raum hauptsächlich für die als Arbeitstier eingesetzt worden. Wie ist man mit den Pferden überhaupt umgegangen? Wie hat man mit ihnen gearbeitet? Gezogen haben die Rösser mit dem Kür. Dazu gehört das Kummet und die Zugstränge, die sind da am Kummet eingehackelt. Die laufen durch die Strangtasche nach hinten und hinten werden sie dann mit dem Endstück, mit der Kette am Waagscheil eingeschenkt. Und wie hat man es geführt? Die Rosse hat man geführt mit dem Halfter und mit dem Zügel. Das hat früher beim Bauern hat es bloß einen Zügel gegeben. Nicht wie beim Reiten oder beim Kutschieren, wo ich 2 Zügel habe, sondern er hat nur einen Zügel gehabt und mit dem hat er mit der linken Hand das Ross geführt und mit der rechten hat er bei den Geräten, bei der Mähmaschine, den Mähbalken abgesenkt oder den Pflug geführt beim Ackern. Der Zügel, Weiher hat man genannt, das war ein Lederriemen oder ein geflochtenes Sanfseil und das hat so lang sein müssen, dass bis hinterm Pflug hinten oder bis hinter die Sämaschine gelangt hat. Als Kinder sind wir gern so auf die Kutschen aufgestiegen oder auf die Skywagel und dann haben wir Kutschieren gespielt. Hü hat das was, heute sogar noch jedes Kind und jeder Bub, Hü, dann geht das los und bei einem kräftigen Hü, dann weiß, das hat einen schweren Wagen zum Ziehen und es geht eine kleine Steigung auf von der Wiesen raus auf den Weg. Wenn ich Brr sage oder Eha, dann bleibt das Ross stehen, dann bremst es und wüst mit ein bisschen Zug, dann geht es links um mich und wenn ich Hot sage, dann geht es rechts um mich. Schwieriger wird es schon, wenn ich rückwärts fahren muss. Wenn der Bauer zum Beispiel ein Fahrtel Heu arschlings, also eine Fuhre Heu, rückwärts in die Scheune reinfahren will. Dann geht er vor die Ross hin, nimmt es am Halfter und mit mehrmalig wiederholten Hey zurück, hey zurück, führt er die Ross am Zügel zurück und tut gleichzeitig mit der Deichsel den Wagen an seinen Platz lenken. Damals, wie ich das erste Mal auf so einem Ross hätte reiten sollen, habe ich natürlich von dem Ganzen noch keine Ahnung gehabt. Die Liesel, ich glaube, so hat unsere helle Fuchsstute geheißen, die Liesel war trächtig und hat für die schweren Arbeiten nicht mehr eingesetzt werden sollen. Aber man hat gemeint, ich hätte ein bisschen eine Bewegung gebraucht. Und darum hat man ausgemacht, hat gesagt, der Hans tut mit der Liesel spazieren reiten. Ich war damals ein kleiner Bub mit 7 Jahren und habe bis dahin umso große Rösser immer einen respektvollen Abstand gehalten. Und die Vorstellung,
dass ich jetzt auf so einem großen Ross reiten sollte, da habe ich schon Federn gehabt. Aber der Bauer hat einfach mich beim Oberarm und beim Hosenbund packt und hat mich auf das ungesattelte Ross draufgesetzt. Da hat er gesagt, kannst du dich einhalten, und hat mir einen Schübel von der hellblonden Mähne, von dem Pferdemähne in die Hand gegeben und in die andere Hand den Zügel. Hü, hat er gesagt, wenn du sagst, nachher geht das los und der Eher bleibt stehen. Bei Wüst geht es links um und bei Hot geht es auf rechts um. Und hat er noch gesagt, du aufpassen, dass du nicht runterrutscht, weil sonst musst du die Liesel zu Turm führen. Das war's. Wir sind hinten beim Hof ausgeritten, den Feldweg entlang, neben dem Hopfergarten, auf den Buckel, bis zum Waldrand. Das war der erste richtig strahlende Frühlingstag in dem Jahr. Die Sonne hat so gescheint, das war so warm durch meine Joppen und auf dem Fell von dem Ross. Hinter uns war der Hof unten gelegen und das ganze Dorf und die Hügel und die Wälder überall hinaus. Das war so schön. Da hat einfach alles gepasst. Und das Ross ist so brav gegangen. Und ich weiß nicht, wie lang wir geritten sind und wie weit und wie ich wieder heimgekommen bin. Aber das Gefühl, auf dem Ross sitzen und reiten und so stolz wie ich war. Und das Erlebnis von dem Tag überhaupt, das war so schön, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Auch wenn ich 100 Jahre alt wäre.